Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2022. Wir waren in Singapur, haben da einen sehr souveränen Sieg rausgefahren und gucken mal, wie es in Suzuka aussieht. Aber vorher schauen wir uns die E-Mails an und müssen eine Aufhängung fertigen. Ja, Singapur, alles cool, Motorkühlung nicht so cool, aber der Rest passt auf jeden Fall. Hier nochmal die Übersicht nach dem Rennen. Der Vorstand beglückwünscht uns. Und hier haben wir Aufhängungen. In 4 Tagen Suzuka, also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Hier mit der... Oh, ja. Wir lassen uns mal 2 Notfall fertigen einfach. Das kostet uns eine coole 500.000. Und können wir hier sehen, wie geil uns das macht. Ach, guck mal hier. Wir waren nämlich bei der... Sind wir hier? Achso, Leistung Auto 2 ist das. Warum sind wir hier bei Auto 2 und nicht bei Auto 1? Ist egal. Jedenfalls kommen wir dann mit der Höchstgeschwindigkeit. Also wir müssen überall 1 abziehen, ne? Auf den 8. Platz vom 12. auf den 8. bei der Beschleunigung zurück auf den 5. Ne? Da waren wir ja schon und die anderen Teams haben offensichtlich nachgezogen. Bei der kurvenniedrigen Geschwindigkeit bleiben wir ganz oben auf jeden Fall. Höchstgeschwindigkeit rücken wir auf den 4. vor, bei der Beschleunigung auf den 2. Da waren wir schon mal auf dem 1. Platz. Irgendjemand hat da also auch nachgebessert. Bei der Dirty Air sind wir immer noch unangefochten. Und die Bremsenkühlung wird ein bisschen besser. Ne? Motorkühlung wäre natürlich irgendwie sinnvoller, aber hey, was soll's. So, wir bestätigen jenes. Und dann lassen wir uns... Von der Aufhängung, ich würde gerne andere Teile anfertigen lassen. Moment mal, ist jetzt hier irgendwas? Neues Projekt, anfertigen, Aufhängung. Genau, die hier würde ich gerne anfertigen lassen. Und zwar noch 3 Mal, ne? Das dauert ja ein bisschen, kostet dann 150.000. Das passt, aber wir können in Suzuka erstmal mit der neuen Aufhängung fahren. Das ist doch schon mal super. So, dann schauen wir mal in Auto 1. Schauen wir uns mal Rang bei der Startaufstellung an. Also Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind wir echt abgefallen ein bisschen noch. Da haben die anderen Teams nachgebessert. Bei den Niedriggeschwindigkeitskurven, mittlere und hohe Geschwindigkeiten, ne, da sind wir immer noch top auf jeden Fall. Bremsenkühlung, Motorkühlung sind wir ganz hinten inzwischen. DRS-Beschleunigung sind wir auch ein bisschen runtergefallen. Und jetzt tauschen wir einfach hier die Aufhängung. Sehen bei der Beschleunigung, kriegen wir nochmal schön was dazu auf jeden Fall. Das lohnt sich schon. Bremsenkühlung kriegen wir ein bisschen was dazu. Ja, die Höchstgeschwindigkeitszuwächse sind zu vernachlässigen, aber bringt uns jeweils um 2 Plätze nach vorne. Das ist auch schon mal gut. So, die bauen wir also in Auto 1 und Auto 2 ein. Diese neue Aufhängung, dann können wir uns die mal angucken am Wochenende. Und da müssen wir hier natürlich wieder irgendwelche alten Teile einbauen. Fürs Training. Da sind auch noch 20% drauf. So, RS, da müssen wir mal gucken, welches ist denn jetzt das niedrigste? 71% das hier wahrscheinlich, ne? Das sieht aus wie ein Unfallsystem. 72, 67. So, und Getriebe. 22% ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, 25%. Das geht noch. Das können wir nochmal fahren, denke ich. Die 32% können wir auch nochmal fahren. Da müssen wir nur bei dem 25er ein bisschen Auge drauf haben, auf jeden Fall. So, was sagt denn der Kalender noch? Nix weiter. Dann gehen wir nochmal zu den Einrichtungen, ein bisschen Geld raushauen. Ne? Das wird halt
nicht mehr fertig irgendwie, aber hier die 15 Millionen, die ballern wir noch raus. Da hab ich Bock drauf. 46 Tage, 78 Tage, ja. Wir haben nur noch einen ATR-Zeitraum hinterher, ne? Von daher bringt uns das nichts. Aber wir investieren da trotzdem noch ein bisschen. So, wichtige mir jetzt, was los? Rennvorbereitung, Rennvorschau, sind wir schon so weit? Ja, wir sind schon so weit. So, dann schauen wir mal unser Personal an. Da gibt es nichts, aber Pierre Gasly müsste einen Punkt haben, so ist es. Und den investieren wir nicht in Anpassung, würde ich sagen. Wollen wir in Abwehr mal investieren ein bisschen, damit er Leute hinter sich halten kann? Oder investieren wir noch ein bisschen in Reaktion? Bremsen. Ja, komm, wir machen richtig gut beim Bremsen. Da habe ich Bock drauf. So, dann schauen wir uns nochmal an die Autoanalyse. Wo sind wir denn jetzt gelandet? 111, 55, 79. So, und wer hat sich jetzt vorgedrängt? Ferrari ist schneller als wir. Red Bull. Die sind es auch nicht. Die Mercedes. Die sind hier bei der Beschleunigung zumindest top. Alpine sind bei der Höchstgeschwindigkeit unter DRS sehr gut und bei der normalen Beschleunigung. Sind die Williams überall letzter? Nee, nicht überall. Kann man so nicht sagen. Bei Haas hat man die beste Bremsenkühlung, okay. Ach, guckt mal, die Alpha Tauris, die sind hier bei der Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung und bei der DRS-Höchstgeschwindigkeit ganz vorne. Leider sind die halt sonst nicht so gut. Ne, die waren letzte Saison richtig gut, aber... Achso, das sind wir. Hey. Aber diese... Dieses Mal irgendwie diese Saison nicht so sehr. Okay, gut, wissen wir Bescheid. Dann schauen wir uns die Strecke mal an. Also 53 Runden werden hier auf Suzuka gefahren. Streckenabrieb mittel. Es wird am Samstag regnen. Also wir haben wieder die Chance auf ein verregnetes Qualifying. Da ist es auch ein bisschen kühler. 28 Grad. Freitag und Sonntag, Samstag nur 23 Grad. Max Verstappen hat da letzte Saison den Rundenrekord aufgestellt. Aha. Eine DRS-Strecke nur auf der Start-Zielgeraden. Der Messpunkt ist da ja quasi hier, wie heißen die, 187, irgend sowas, ne? Dahinter auf jeden Fall vor der Schikane, vor der Start-Ziel. Ein paar langsame Kurven dabei, ganz viele schnelle Kurven auf jeden Fall, deswegen brauchen wir Hochgeschwindigkeitskurven. Beschleunigung ist ganz wichtig. Und mittlere Geschwindigkeitskurven sind auch so ein bisschen wichtig. Also erwartete Strategien, Soft, Medium, Soft, das hört sich realistisch an auf jeden Fall. Mit Soft, Medium wird man wahrscheinlich nicht hinkommen. Und wir sehen, die weichen und mittleren Reifen sind ungefähr gleich schnell. Aber die harten Reifen fallen ein bisschen ab, also die möchte man auf jeden Fall vermeiden. Im letzten Jahr Lando auf dem 6., Pierre auf dem 15. Da hat sich also irgendwas getan noch, weswegen Pierre da nicht so richtig gut vorankam. Gut, wissen wir Bescheid. Wir sind guter Dinge, weil wir einfach die Kurvenperformance haben. Beide Fahrer sollen Q2 erreichen. Und ich sag mal, im Qualifying kommen beide unter die Top 6. Q3 erreichen auch beide auf jeden Fall. Schnellste Runde sollen wir fahren. Zielplatzierungen schaffen beide. Die Top 6. Ja, dann schauen wir mal. Wir sind soweit. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Suzuka, wir kommen. Das ist auch eine super schöne Strecke, ne? Da diese in Sektor 1, diese Schlängelkurven da überall, ne? Wenn man da einen guten Rhythmus findet.
Konnichiwa vom Suzuka Circuit in Japan. Diese einzigartige Strecke ist ein Motorsport-Mekka und dieses Wochenende sind wir wieder hier zu Gast. Machen Sie sich bereit für den Rausch der Geschwindigkeit beim großen Preis von Japan. Die Fahrer kämpfen an diesem Wochenende in den Serpentinen von Suzuka, der einzigen Achterstrecke in der F1. Der Abtrieb bei Hochgeschwindigkeit ist hier wichtig, wenn Teams sich einen Platz auf dem Podium sichern wollen. Die Saison ist fast vorbei und den Teams läuft die Zeit davon. Kann jemand in letzter Minute aufholen? Können die führenden Fahrer so weitermachen? Die Zeit wird es zeigen. Bleiben Sie dran, denn wir fangen gerade erst an. Ja, Kurvenabtrieb, da sind wir auf jeden Fall richtig gut. Leichter Regen am Samstag. Ja, aber das kann das Qualifying schon beeinflussen. So, 53 Runden hatte ich gesagt, ne? Ja, habe ich. Dann schauen wir mal, was die Reifen hier halten. Also 21 Runden für die Softs und ungefähr 29 Runden für die Mediums. Also kommt man da mit einmal Soft, einmal Medium auf 50 Runden. Das ist ein bisschen sehr kurz tatsächlich. Ja, also Soft, Medium, Soft könnte da schon sehr gut sein. Die harten Reifen wären vielleicht eine Alternative. Wir behalten auf jeden Fall zweimal Softs übrig. Den Rest fahren wir weg einfach. Und schauen wir mal, was die beste Strategie sein wird, wenn es zum Rennen kommt. So, ausgewogene Strecke wurde vorgeschlagen. Das heißt, wir nehmen hier einfach ein bisschen weniger Heckflügel, ein bisschen mehr Frontflügel. Die Traktion schieben wir mal hier rüber, ganz vorsichtig, würde ich sagen. Radsturz, da ist hier der Rand ein bisschen näher. Schieben wir die Traktion noch ein bisschen zurück. Und dann schmeißen wir hier die Bremsstabi einfach hoch. Das ist kein Setup, das funktionieren wird, aber es hilft uns beim Bauen. So, was machen wir denn hier? Machen wir ähnlich, oder? Frontflügel hoch. So, hier fahren wir ein bisschen wenig Heckflügel dann. Eieiei, das ist ja alles so auszubalancieren. Ist gar nicht so cool. Aber so können wir es mal versuchen auf jeden Fall. Na, wir gucken mal. Die Flügelwerte werden sich ja irgendwie so um die Mitte einpendeln nachher, denke ich mal. Bei der Traktion müssen wir gucken. Wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Kurven. Ne? Also es gibt auch ein, zwei schöne Geraden hier, die man sehr schön mitnehmen kann. Aber ja, wir gucken mal. So, wir schicken die Jungs hier einfach auf harten Reifen raus für die erste Session. Strecke bleibt trocken, wie angekündigt. So, dann schauen wir mal, was die Jungs hier zum Setup sagen, wie die sich hier eingewöhnen auf der Strecke und wie es mit dem neuen Fahrwerk aussieht. Ob die Jungs damit zufrieden sind, ob die sich da schnell dran gewöhnen oder eher nicht. Und dann werden wir im Qualifying sehen, vielleicht, wenn es nicht regnet, wie die Zeiten so ungefähr sein werden. So in Sektor 3 gab es da was. Jemand geriet ins Schleudern. Latifi dreht sich nämlich in Kurve 15. Ein Blick auf Nicolas Latifi. Das ist hier Eingang zur Schikane. Was
für ein Dreher. Und da hält er alle auf. Stand er wirklich direkt quer vor dem McLaren und dem Mercedes. So, wir pirschen uns da von hinten an so einen Ferrari an. Kann es sein? Oder fährt Sainz uns davon? Ja, Sainz fährt uns davon. Latifi schon wieder, der kann die Strecke nicht scheinbar. Oh, komplett von der Ideallinie abgekommen. Ja, Kurve 8 nicht die Linie gefunden auf jeden Fall. So, zur Halbzeit wollen wir dann einmal rein. Solange fahren wir die grünen Balken noch ein bisschen kürzer. Und haben dann hoffentlich eine erste Orientierung, wo es hingehen soll. Magnussen nimmt Kurve 3 weit, Unfall mit mehreren Autos aber. Auf Kevin Magnussen. Ein Ausritt, nicht gerade Grund zur Freude. Der wäre vielleicht interessanter, oder? Gibt Safety Car. Gelbe Flagge. Konkurrent erhält Strafe. Ja, aber was war denn da los? Was ist denn passiert? Aha, ein McLaren. Sehen Sie das genauer an. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Ja, da ist er dem Haas hinten aufs linke Hinterrad gefahren. So, wir wissen noch nicht, wie unser Setup hier bewertet wird. Aber gleich. 28%. Ja, gut. Damit war irgendwie zu rechnen. Ja, wir kriegen das noch hin. 17%, okay, gut. Wir haben euch mal so Flügel eingestellt, ne? Ja, damit ihr ein bisschen was zum Lachen habt. 1,30 brauchen wir für eine Runde. So, zwei Runden können wir noch. So, und am Ende der Runde kommen die Jungs einfach rein. Lassen sich die Flügel nochmal neu einstellen. Quälen sich hier ein bisschen hinter dem Williams lang. Schumacher, okay, Dreher in Kurve 13. Oh, wow. Das sah ja beinahe schon künstlerisch wertvoll aus. Copy. Soyuz Pit Limiter. So, den Laufplan passen wir auf jeden Fall an. Also, dann schauen wir mal ins Setup. Also Frontflügel, ein bisschen höher, ist in Ordnung. Heckflügel, müssen wir mal gucken, wo der hin möchte. Schieb ihn mal hier ans andere Ende. Ah, ans andere Ende funktioniert nicht. Wir müssen ihn irgendwie hier in der Gegend lassen. Die Traktion wird auch schon als gut bewertet. Die müssen wir dann auf jeden Fall irgendwie ein bisschen runterschieben. Ja, nee, kriegen wir aber nicht. Ja, dann schauen wir uns das einfach mal so an. Ob wir hier mit dem Frontflügel dann schon ganz gut in der Nähe sind, ob wir beim Heckflügel ein bisschen was verbessern konnten. Ne? Das sieht halt echt noch nicht geil aus hier. So, ja, hä. Gut, dann fangen wir die einfach nur an. Also Frontflügel so mittig vielleicht. Könnte ja funktionieren. Also so ein bisschen oberhalb der Mitte. Vielleicht. Schauen wir mal. Also im T2 haben wir da auf jeden Fall noch ordentlich zu arbeiten. Ich hoffe, bis dahin sind die grünen Balken richtig schön kurz.
damit wir da dann wirklich mal gut raten können, welches Ende so ungefähr das Richtige sein könnte. Solange vergnügen wir uns hier noch mit unseren harten Reifen. Hat da jemand die Ideallinie verpasst? Bottas erstmal in Kurve 5 hier ein bisschen Spaß. Von der Linie abgekommen. Ja, das sah am Ende von dieser Schlängelkurvenkombination. Ja, also wenn man hier rauskommt und dann hier diese Kurven reinkommt, da war das. Ein bisschen Getriebeverschleiß, gucken wir uns dann noch an. Muss ich dran denken, irgendwie das anzugucken. Ja, ansonsten die Session hier relativ ereignislos. Einen kleinen Unfall gab's, ein paar Dreher gab's. Norris deutlich langsamer als Gasly. Heißt es, dass Gasly jetzt das deutlich bessere Setup schon erwischt hat? Kann ich mir bei 22% nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Copy. Aber weiß nicht, der Anpassungswert sollte da ja eigentlich nicht mit hineinspielen. Aber Pierre scheint mit dem schlechten Setup deutlich besser zurechtzukommen als Lando. Sehen wir uns das an. Lewis Hamilton. Upsi, okay, ja, das kann man schon mal sagen, von der Linie abgekommen. Da gibt es wahrlich keinen Grund zur Freude. Nee, gar keinen. Ist auch so eine ganz gemeine Kurve da hinten. Good session. So, erste Session um. Autoteilekenntnis ist um 4% gestiegen. Das ist nicht super viel. So, Lewis mit einer 1.30.3 hier. Deutlich vor Perez. Okay, der ist auch auf Mediums unterwegs. Verstappen war auch auf Softs unterwegs, aber deutlich langsamer. Fast eine halbe Sekunde. Aber es ist ja noch früh. Vettel war hier der McLaren, der dem Haas draufgefahren ist. Hat eine Startstrafe bekommen. So, und unsere Jungs sehen noch nicht so super glücklich aus. Mit ihrem Setup. So, wir schauen einmal kurz in die Autoteile rein. 22%. Ja, haut wahrscheinlich noch hin für die Session, hoffe ich. Aber am Setup müssen wir was tun. So, Frontflügel. Absolut brillant. Können wir so lassen. Die Traktion müssen wir irgendwie hier so eins nach unten bewegen. Und da müssen wir halt echt gucken. Ich kann halt den Heckflügel nicht so flach stellen, wie ich gerne wollen würde. Aber vielleicht mal da mit dem Radsturz. Guck mal, wenn wir den Radsturz einfach hier hinbringen. Dann machen wir den Heckflügel hier richtig schön flach. Wie wär's denn damit? Können wir den Stabilisator vielleicht wieder ein bisschen hochstellen? Heckflügel ein bisschen flacher. Die Traktion ist da noch nicht an der richtigen Stelle, das kann ich euch gleich verraten. Dafür ist der Abstand hier zu niedrig. Da wäre vielleicht besser, aber wir versuchen uns hier vom Rand wieder zu nähern. Bremsstabilität lasse ich auch erstmal dort ziemlich hoch.
Nee, andersrum sieht es besser aus, glaube ich, ne? Ja, wir schauen mal, ob das irgendwie was Gutes bewirkt hier. Aber da haben wir noch ein bisschen rumzufummeln auf jeden Fall. Das sieht alles noch nicht gut aus. Ups, zu viel. So, Frontflügel haben wir getroffen. Das ist super. Achso, Autoteile wollte ich mir angucken. 28%, ja, alles gut. Ja, so, dann heißt es jetzt hier also Traktion einstellen. Heckflügel ein bisschen steiler auf jeden Fall anstellen. Kurvengeschwindigkeit, was machen wir mit dir? Ganz hoch. Bremsstabilität auch schön hoch. Oder lassen wir die Kurvengeschwindigkeit erstmal hier unten. Wenig Nachspur dann auch dementsprechend. Das wird nicht gut gehen, ne? Ja, da kriege ich die Bremsstabilität gar nicht. In den richtigen Bereich auf jeden Fall. Also entscheide ich mich hier für einen hohen Radsturz. Ja, wir machen das mal so. Wir haben jetzt also die Stabilisatoren hier noch ein bisschen drücken. Ja, das könnten wir machen. Wir gucken uns das mal an. Sorry, ob das hinhaut. Wir haben jetzt also ganz viel Radsturz, ganz wenig Nachspur. Den Frontflügel ein bisschen steiler angestellt, den Heckflügel auch ein klein wenig steiler als die Mittelwerte. Und dann versuchen wir das mal irgendwie hier rauszukitzeln, wo wir überhaupt hin müssen. Ne? Das wissen wir ja noch gar nicht. Und das ist ein richtiges Problem hier tatsächlich, wenn man T2 noch nicht weiß, wo man hin möchte. Okay, should be green now. Es sieht so aus, als wenn die Teilekenntnis nicht auf die 100% kommt, ne, aber knapp drunter, irgendwie so 98% oder sowas vielleicht. Sollten wir hinkriegen. So, und dann schauen wir mal, ob wir die Setups hier verbessert haben. 38% und 22% sind die Benchmarks im Moment. Wir haben schon wieder einen Unfall. Wer kommt da von der Linie ab? Joe ist es diesmal in Kurve 8. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Das ging viel zu weit. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Okay, sah krass aus. Keine Ahnung. Yellow ahead. Ja. Achso, und da hatte Joe drei Kurven später den Unfall. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Und es gibt einen Unfall. Autsch. Wie der Frontflügel da fliegt. Die Animationen hier, die Unfall- und von der Strecke Abkommen-Animationen sind schon manchmal echt witzig, finde ich. Also, dass sie das so ausgeliefert haben, die Animation. Etwas unerwartet würde ich nicht sagen, aber verwunderlich. So, Gasly hier wieder deutlich schneller als Lando. Ja, da sehen wir schon, ne, die Mediums rubbeln sich hier deutlich schneller ab als die harten Reifen.
Jemand ist von der Linie abgekommen. Bottas nimmt erstmal Kurve 5 weit. Sehen wir uns an. Der Alfa Romeo ist darin verwickelt. Druck von innen. Es kommt zu einem kleinen Rutscher. So, und wir sind hier gleich mit unseren Setups so weit, aber erstmal Hamilton in Kurve 13 weit. Schauen Sie sich den Mercedes hier an. Ja, an der Stelle kann man es machen, glaube ich. Weiter weg von der Ideallinie als gewünscht. So, 69%, also von 38 auf 69 und von 22 direkt auf 100. Pierre geht's gut, der kann durchfahren. Lando muss 100, einfach so direkt getroffen. Was haben wir da für Einstellungen? Wir haben ganz viel Radsturz und ganz wenig Nachspur, ne? Front- und Heckflügel leicht erhöht, den Frontflügel ein bisschen mehr. Und die Stabilisatorenverteilung, keine Ahnung, müssen wir uns mal angucken. Lando muss auf jeden Fall nochmal rein. What's your thoughts on coming in or doing any more? It's pretty even. So, eine Runde kann er noch fahren, meinetwegen. 1,30 brauchen wir. Und Pierre wird hier einfach sein Ding zu Ende fahren und wird dann in Training 3 nochmal ganz kurz rauskommen, um den zweiten Medium-Satz als benutzt zu markieren. Und das war's dann. Lando for land. Copy. Just pit limiter, just a reminder on pit limiter. So, Bremsstabilität ist kacke. Klar, hier wollen wir nämlich ganz nach unten kommen eigentlich. Hier sind wir optimal. Beim Radsturz sind wir auch schon ziemlich dicht dran. So, ich stelle dich mal hier auf 0 irgendwie. Den Heckflügel müssen wir noch ein bisschen flacher machen, würde ich denken. Die Stabilisatorenverteilung. Mehr dort rüber, bitte. So, dann müssen wir hier den Frontflügel noch ein bisschen runter. Den Radsturz noch ein bisschen hoch. Und dann könnte das hier auch schon ein optimales Setup sein. Ist denn das, wenn ich den noch eins hochnehme? Und dann hier runtergehe mit dem. Nee, das ist blöd. Ja, wir versuchen das mal. Das könnten 100% jetzt schon sein. So, dauert jetzt 3/4 Minuten ungefähr. 4 Minuten 42, 43 irgendwas. Während Pierre da gemütlich seine Runden zieht. Der denkt sich, ja, ich bin mit meinem Auto voll zufrieden, geil. Was hat Lando denn schon wieder? Ja, die Autos waren halt auch nicht ganz gleich eingestellt vielleicht. Schafft Pierre das noch? Ja, Pierre schafft es hier. Offensichtlich fertig zu fahren. Autoteile Kenntnis, wenn das im 90er Bereich ist, dann ist das in Ordnung. Dafür muss er jetzt nicht extra draußen bleiben, da schonen wir lieber die Teile ein bisschen. Also die Antriebsstrangkomponenten. Kann er sich hier zurücklehnen auf jeden Fall. So, bin ich mal gespannt. Bei Lando von 69% auf, man weiß nicht. Aber ich finde das Setup so schon nice, ne? Also soll er sich mal nicht so anstellen. 69% Zufriedenheit muss einfach reichen.
Schwerer Getriebeverschleiß, ja, damit fahren wir wohl nicht nochmal raus in der nächsten Session. Habe ich mir gerade so ein bisschen im Hinterkopf Gedanken drüber gemacht, wie das denn aussehen wird. Okay, da haben wir auch die 100% geknackt. Läuft. Läuft einfach wirklich. So, dann können die beide jetzt noch einfach die Session hier zu Ende fahren. Machen wir noch was für die Teile und dann gucken wir mal, wie es bei Pierre aussieht. Ob wir für die Teilekenntnis noch was tun müssen oder nicht, ob das schon so passt. So, wie ist denn das? Brauche ich fürs Rennen eigentlich noch eine notfallgefertigte Reserveaufhängung oder wenn die Aufhängung im Rennen bricht, ist es wahrscheinlich sowieso vorbei, ne? Ich schätze mal, das ist ein Teil, das kriegt man nicht so super schnell gewechselt. Ja, sieht das gut aus hier. 17 Uhr, Suzuka. Die Sonne ist echt schön. Können wir noch ein bisschen Sonne sehen, bitte? Lieber Kameramann, Kamerafrau, Kameraperson. Ja, scheinbar nicht. Sonne ist aus. Können wir nicht nochmal sehen. Wir sehen hier nur den angestrahlten Asphalt. Da sehen wir nochmal ein ganz kleines bisschen Sonne irgendwie. Ja gut, dann sind wir durch für den heutigen Tag. Hamilton mit einer 1:30,1, also nochmal ein bisschen draufgelegt. Verstappen hat jetzt auch immerhin die Zeit geschafft, die Hamilton im T1 hingelegt hat. Und wir gucken irgendwo da unten mit über 3 Sekunden Abstand rum. Ja gut, kann man halt machen. So, 15:15 Autoteilekenntnis reicht also im 90er-Bereich auf jeden Fall. Streckeneingewöhnung wollen wir aber noch auf 100% bringen. Für mehr Geschwindigkeit, hoffe ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Im 2023er Teil ist es dann ein bisschen anders gelöst. Da freue ich mich schon drauf, weil dieses System hier, ne, nicht so richtig befriedigend auch. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Nach dem Training geht es ins Qualifying, wo der Kampf um die Pole ausgetragen wird. Wer auch immer gesagt hat, dass jede Sekunde zählt, meint sicher nicht die F1, wo Startpositionen durch Tausendstel Sekunden entschieden werden können. Die Fahrer, die heute antreten, gehören zu den Besten der Welt. Und alle liegen nah beieinander. Das heißt auch, dass es keinen Spielraum für Fehler gibt. Machen Sie es sich gemütlich, denn es wird eine spannende Fahrt. Ja, heute dann also Regen. Wenn es im Training regnet, ne, dann bin ich froh, dass wir nicht raus müssen, sondern uns hier gemütlich zurücklehnen können. Wir wollen hier auf jeden Fall noch ein paar Mediums fahren. Im Moment ist es noch bewölkt und trocken. Wir brauchen nicht super viel Sprit. Wir nehmen trotzdem ein bisschen was mit irgendwie. Fahren das Ganze dann sehr, sehr gemütlich hier. Auto-Setup sieht super aus. Hier der Radsturz bei Lando nicht ganz hoch. Aber ansonsten sieht es schon so ähnlich aus wie bei Pierre, würde ich denken. So, Pierre braucht nur eine Runde fahren. Und da sehen wir maximaler Radsturz, dafür die Stabilisatoren ein bisschen anders eingestellt, aber die Flügel identisch. Fragezeichen. Ne, nicht ganz. So, Autoteile, schauen wir mal. 19%, damit fahren wir auf jeden Fall nicht mehr raus. Damit lassen die uns nicht mehr raus, sondern wir nehmen hier diese 22%. Wir fahren ja nicht allzu lange. Wie sieht es hier mit den Autoteilen aus? Alles cool. Haben wir da noch ein richtig olles Getriebe? 19%, nee. Damit dürfen wir nicht mehr rausfahren.
Gut, dann würde ich denken, Training 3, auf geht's. Wir müssen noch ein paar schnelle Runden hier hinknallen. Also es können auch langsame Runden sein, aber lehrreiche Runden müssen es sein für Lando. So, es bleibt bewölkt, also kriegen wir Training dann irgendwann im Qualifying. So, Pierre darf direkt wieder reinfahren. Lando darf in 5 Minuten wieder reinfahren. Also sehr, sehr entspannt hier Training 3 für uns. Da werde ich dann auch gleich den Cut machen. Ich mache den Cut jetzt einfach, ne? Und dann komme ich wieder zu euch zurück, wenn hier irgendwas Spannendes passiert. Falls was Spannendes passiert. Da haben wir direkt Konkurrent mit Unfall. Von der Linie abgekommen. Magnussen in Kurve 5 erstmal alle weit. Nun auf Kevin Magnussen. Weit, sehr weit. Und dann der Unfall in Kurve 8 oder Kurve 11 wieder oder was? Absolut nicht. Was ist da los? Wo ist der Unfall? Yellow Exit of 6. Yellow Exit of 6. Exit of 6, ja. In Kurve 11 natürlich. Mal, was da passiert ist. Da hat man hier die Unfälle scheinbar. Ja, das ist ja das Anbremsen nach einem sehr schnellen Stück. Da bremst man da so ein bisschen bergab an. Und dann kommt da mal eine Achse ins Rutschen irgendwie. Das ist, wenn man hier, ne? Genau. Hier müsste das dieses Anbremsen hier sein für diese Kurve. Da geht es so ein bisschen bergab und dann. Wir können auch hier bei Lando einfach gucken. Ja, hier, genau. Anbremsen. Ups. Und dann geht es da hier wieder in den Bergauf rein. Und das ist halt, ja, schwierig, da eine vernünftige, eine sehr gute, eine optimale Linie zu finden. Noch ein Unfall direkt. Gerade wollte ich hier wieder rausschneiden. Hamilton, gleiche Kurve. Sehen wir uns das an. Lewis Hamilton ist darin verwickelt. Eine eindeutige Kollision. Da, das ist sehr bedauerlich. Ja, also je weniger Zeit wir hier auf der Strecke verbringen, desto sicherer ist das für uns. Auf jeden Fall. Und deswegen hoffe ich, dass Lando jetzt auch gleich fertig ist und wir ihn reinholen können. Jetzt zum Beispiel, wo ist er gerade? Da ist er. Gut, dann hole ich ihn rein, mache hier den Cut und melde mich wieder, wenn was Spannendes passiert. So, Vettel nimmt hier Kurve 7 weit, das gucken wir uns mal an. Sehen Sie sich jetzt den McLaren an. Hui. Ganz von der Ideallinie abgekommen, das ist nicht gut. Das da bergauf eine Doppelkurve am Ende des Geschlängels. Hier geht es dann links rum. Ja, diese Kurve hier ist das, diese Doppelkurve, wo es dann deutlich bergauf geht. Leclerc dreht sich in Kurve 16. Sehen wir uns die Wiederholung an. Nur wenig Achtung, später. Da ist Leclerc. Das ist der Ausgang der Eingang der Schikane. Da passiert der Dreher. Die Schikane hier ist ja super fies, weil man hier halt von einem ganz, von hier beschleunigt man im Prinzip raus. Hat dann hier so ein ganz langes Stück. Hier geht man, ja, vielleicht lupft man ein bisschen im F1-Wagen. Die dürfen eigentlich genug Abtrieb haben, denke ich, um hier flat rumgehen zu können. Muss dann hier bremsen irgendwie. Jetzt rechts, dann geht es links und dann geht es hier bergab. Also da ist auch wieder schwierig, Traktion auf die Hinterachse zu bekommen beim Beschleunigen. Da geht es so rechts rum. Also das ist schon ganz schön gemeine Stelle auf jeden Fall. Aber ist ja alles nichts Schlimmes hier jetzt im Training. Jetzt geht es hier fast im Minutentakt. Albon in Kurve 13. Und jetzt aufgepasst. Auf Abwägen. Das ist der Moment mit Albon. Der Wagen gerät in Schleudern. Was für eine Katastrophe. Da dreht er sich ja richtig weit raus. Huiuiui. Und damit ist Training 3 gelaufen. Ich bin super zufrieden. Die anderen Teams hoffentlich auch. Und dann schauen wir mal, was das Qualifying bringt, auch wettermäßig. Das könnte ja interessant werden durchaus.
So, Russell mit einer 30-4, Sainz dahinter mit einer 30-6, Leclerc auch 30-6, aber hoch. Verstappen 30-6, ganz knapp 2000stel hinter Leclerc hier irgendwie. Hamilton dann ein bisschen langsamer tatsächlich, also diesmal Russell, der deutlich schnellere Mercedes hier, interessant. Perez hinkt immer noch hinterher und weiß nicht warum. Aber gut, dass alle hier auf Softs gefahren sind. Das macht das Qualifying ein bisschen einfacher für uns vielleicht. So, Autoteilekenntnis auf 94% hochgebracht. In zwei Sessions im Prinzip, also 5% pro Session. Ne? Wir wären dann also wirklich irgendwie auf 98, vielleicht 99% Autoteilekenntnis gekommen, wenn wir durchgefahren wären. Aber wir schonen lieber unsere Antriebsstrangteile. Und schauen uns das Qualifying an. Okay, da ist es also direkt feucht. Und es ist ziemlich feucht. Ne? Wenn es noch feuchter wird, dann müssen wir sofort raus auf jeden Fall. Was wir aber auch auf jeden Fall brauchen, sind leistungsfähige Komponenten. Den Komponenten, die wir zum Training benutzt haben, wollen wir nicht fahren. Besonders nicht mit diesem Getriebe. Haben wir echt kein besseres mehr. Na gut. So, Intermediates, ne, bei 3 mm ist es noch okay, bei 4 mm ist so die Grenze zu Wets auf jeden Fall. Die sind beide 72, okay. Ein schönes Getriebe hätte ich gerne. Das hier, wahrscheinlich das hier, ja. Das hier nicht so sehr. Okay, gut. Dann gehen wir mal ins Qualifying. Drücken dann direkt auf Pause und gucken mal, wie sich das Wetter entwickelt. Ready check? Yeah, okay. Es trocknet zum Ende hin ab, auf jeden Fall. Das ist jetzt natürlich eine spannende Nummer. In dem Fall warten wir hier, gucken uns das Wetter mal alle paar Minütchen an und hoffen, dass wir, ja, es wird dann ab hier wirklich trocken, dass wir dann irgendwie auf, ja, wir müssen zweimal fahren wahrscheinlich, ne? Einmal zum Ende mit den anderen. 1:30, die fahren so 3 Minuten vor Schluss raus und dann müssen wir es vorher nochmal schaffen, also so in 5 Minuten fahren wir vielleicht mal raus und versuchen hier auf Intermediates irgendwas hinzubasteln, da checken wir dann wenigstens mal das Wetter. Einsetzender Regen. Ja, aber es sieht ja noch ganz gut aus. Wir wollen hier halt auf keinen Fall zu früh raus, ne, weil es dann natürlich noch richtig eklig ist von den Konditionen her. Die Strecke trocknet jetzt ab. Checken gleich nochmal und dann fahren wir hier raus. So, wie lange brauchen wir denn? 4,5 Minuten, 7,5. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Wir wollen 2 Minuten vor Schluss raus, ne? Wir sagen, wir brauchen, was brauchen wir? 2 Minuten, 5,5 Minuten, 7,5 Minuten. Ja, bei 8 fahren wir raus. Und hoffen dann auf eine erste freie Runde. So als Sicherheitsrunde einfach.
So, jetzt hat der Regen nämlich aufgehört. Er trocknet aber nicht super schnell ab. Wie sieht es denn hier mit den Runden aus? Inlap, Inlap. Perez ist auf seiner schnellen Runde gerade. Hamilton ist auf der schnellen Runde. Und Russell da hinten. Ja doch, wir fahren jetzt mal raus, ne? Also ich meine hier eine kleine Lücke erkannt zu haben. So, und dann schauen wir gleich mal hier aus dem... Ach ne, wir schauen einfach mal so drauf. So, wir gucken ja bei Norris, ne, es ist noch ganz wenig Wasser hier auf der Strecke. Aber wir wollen eine Sicherheitsrunde fahren. Sind alle auf der Inlap. Albon ist dann noch auf der schnellen, das ist gut. Dann kommt der uns nicht im Weg, also wir sollten eigentlich gut durchkommen. So, da haben wir diese Kurvenkombination gerade ein bisschen verfolgen können. Und dann geht es halt hier bergauf, ne? Und dann gleich so wieder ein bisschen bergab. In die nächste Bremszone rein, rechts rum. Nochmal rechts rum, aber diesmal deutlich langsamer. Und dann direkt Vollgas, Vollgas, Vollgas. Rechtskurve, dann sofort anbremsen eigentlich und dann hier diese schwierige Kurve 11. Und da geht es ein bisschen bergab und dann in der Kurve bergauf. Track is pretty dry, so don't down. Es ist trocken, ja, ich weiß. Wir geben trotzdem Vollgas. Norris mit dem schnellsten ersten Sektor bisher, das ist als Sicherheitsrunde ganz gut. So, dann schauen wir mal, wie lange wir für die Inlap brauchen, weil für die Outlap brauchen wir wahrscheinlich genauso lang, denke ich mir. Norris auch mit dem schnellsten zweiten Sektor hier. Aber die werden jetzt natürlich alle irgendwie versuchen, da auf Softs rauszukommen. Ja, und die sind dann deutlich schneller. So. Bei 5 Minuten ziemlich genau starten wir die Inlap. Ja, wir hätten auch bei Albon gucken können, wie lange der für die Outlap braucht. Ich weiß nicht, warum die jetzt schon alle unterwegs sind. Fahren die wieder rein? Oder fahren die noch rein? Also Albon ist, bin ich mir sicher, jetzt eigentlich auf einer schnellen Runde unterwegs. Er ist doch gerade erst rausgefahren, oder nicht? Ja, 2 Minuten ziemlich genau. Ein bisschen mehr, also müssen wir eigentlich sofort raus. Wir ziehen Softs auf. Und schicken die Jungs dann hier im Pulk einfach mit raus. So, los geht's. Da ist ein Red Bull, da können wir uns hinten dranhängen vielleicht. Wo hängen wir? Wo hängen wir? Wir hängen ganz hinten. Okay. Ne, nicht ganz hinten, aber es wird knapp. Es wird knapp mit der Zeit, befürchte ich. Na, da wurden wir ein bisschen vom Stau eingeblockt. Da gucken wir einfach mal aus Landos Cockpit, wie es da hinter Lance Stroll aussieht. Ja, wir schaffen das. So, Strecke komplett trocken, bisschen Grip aufgebaut. Wir haben also ganz gute Voraussetzungen hier, ein bisschen mit Lance Strolls Windschatten arbeiten zu können.
hier im letzten Teil der Strecke, ne, da ist der Windschatten einfach wichtig. So, und jetzt kommen wir hier in diese Schlängelkurven rein. Ja, mit ganz viel Gefühl muss man hier die Geschwindigkeit richtig dosieren. Dann jetzt hier bergauf. Nochmal links. Ein bisschen anbremsen gleich. Hier rechts rum. Nochmal ein bisschen stärker anbremsen. Rechts rum und dann voll drauf aufs Gas. Ja, hier wird es schon schön schnell. Rechts rum und dann kommt die gefährliche Kurve 11. Wupp. Spät rein da in diese Senke, die Kurve ist ein bisschen angekippt. So, und jetzt hier geradeaus, rechts rum, nochmal rechts rum vielleicht. Lando schon wieder mit einem lila Sektor. So, hier auch eine schwierige Kurve, ne? Also Doppelkurve. Hier muss man ganz geduldig sein, ne? Bergab darf man da auch nicht die Hinterachse dann verlieren beim Beschleunigen. Und von dieser Kurve aus geht es einfach nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und jetzt hören wir mal, ob er hier liftet. Ja. Da wird geliftet und dann geht es hier wieder drauf und jetzt stark anbremsen für die Schikane. Die ist so ein bisschen lang gezogen und dann ist hier die Beschleunigungszone bergab Rechtskurve. So, und da haben wir einfach hier die Polzeit gesetzt. Norris fast eine halbe Sekunde schneller als Russell auf jeden Fall. Gasly 0,2 hinter Norris. Der hatte halt nicht so viel Windschatten, weil er nicht so dicht dran war am Vorderfahrzeug wie Lando hier an Lance Stroll. Gut, Training 1, also Quali 1 vielmehr. Regen überlebt auf jeden Fall die einzigen Wagen, die hier im 1,27er Bereich unterwegs waren. Auch nicht schlecht. Oder dass er sogar deutlich über eine halbe Minute. Ich hatte vielleicht die falsche Tabelle angezeigt. Das sind fast 0,7, die Lando hier schneller war als George Russell. Wow. Okay, cool. So, wen hat's rausgehauen? Die beiden Williams. Also Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Die beiden Haas, Nicolas Latifi und Kevin Magnussen. Und Fernando Alonso im Alfa Romeo hat's auch rausgehauen. Also so wie in Singapur im Prinzip. So, dann schauen wir mal, was bringt Q2? Vielleicht wieder Regen. Es sieht trocken aus, ein bisschen bewölkt ist es. Wir lassen mal die neuen Reifen drauf. Kann sein, dass wir gleich raus müssen und dann eine schnelle Runde fahren. Das können wir auch mit den alten Reifen machen, ne? Ja, das können wir auch mit den alten Reifen machen. Wo war denn die Cut-Off-Zeit eigentlich? Wissen wir das? Natürlich wissen wir das. Cut-Off-Zeit war bei 1,28,7. Ja, gut. Da können die Jungs natürlich relativ gemütlich fahren für die Zeit. So, wir schauen mal aufs Wetter. Es bleibt trocken. Das heißt, wir fahren jetzt eine Sicherheitsrunde gleich mit irgendjemandem mit. Irgendjemand, der hier ein bisschen fixer unterwegs ist. Wer bist du? Du bist ein Alpha Tauri. Dich wollen wir nicht. Ja, da auf die hinteren drei Garagen hier gucken wir ein bisschen. Ja, ist doch gut. Danke. Da fährt ein Ferrari raus. An dem wollen wir uns dranhängen. Los, kommt ihr uns. Verfolgung aufnehmen. Auf geht's. So, Leclerc haben wir uns da ausgesucht. Das ist keine schlechte Wahl. So, da fährt noch ein Sainz ganz wild auf die Strecke. Wir gucken mal, wie das hier vom Flügel aussieht. Na, da ein Red Bull passiert am Boxenausgang. Also ich befürchte, die Strecke ist ein bisschen voll. Da vorne ist auch noch ein Alpine. An dem Sainz jetzt gerade, Leclerc meine ich, gerade vorbeigeht. Sainz ist ein bisschen weiter vorne auf der Strecke. So, wir passieren den Alpine hier hinter den beiden Kurven. Das ist super für uns. Das ist eine sehr gute Gelegenheit zum Passieren. Ich befürchte nur, dass Pierre Gasly dafür ein bisschen weit entfernt ist. Aber Lando hat hier mal gleich wieder einen lila Sektor gefahren.
Ja, wurde da vielleicht ein bisschen aufgehalten vom Alpine. Man weiß nicht. Aber schön hier die Lichtstimmung auch schon wieder, ne? 16:30 in Japan. Himmel wunderbar nach dem Regen von vorhin. Lando auch zweiten Sektor lila. Und Gasly, oh, ganz dicht hinter Norris. Das ist nicht mal ein Zehntel, was er dahinter ist. Könnte natürlich auch noch ein bisschen schneller, aber wir sind hier im 27er Bereich, die Konkurrenz noch nicht so sehr. Also können wir uns wahrscheinlich ausruhen. Vorsichtshalber ziehe ich einen Satz neue Reifen drauf. Aber Hamilton. Oh, es gab einen Dreher. Sehen wir uns das mal an. Eine halbe Sekunde langsamer. Ist hier verwickelt. Auch Ricardo dreht sich da. Ich weiß nicht, ob das jetzt seine Outlap, Inlap war oder kurz vor Ende seiner schnellen Runde. Keine Ahnung. Ja, ich denke, wir können chillen, ne? Wenn Hamilton hier eine halbe Sekunde langsamer ist und Russell, dann brauchen wir nicht nochmal rausfahren. Es gibt hier... Ja, das war scheinbar seine schnelle Runde. Es gibt hier genug andere langsame Fahrer. So, wir gucken mal. Perez wird er noch von Leclerc zurückgedrückt, von Verstappen auch. Hamilton und Russell ohne Verbesserung auf jeden Fall. Und somit haben wir Q2 auch souverän überlebt. Den zweiten Alfa Romeo mit Valtteri Bottas hat es direkt rausgehauen. Außerdem die beiden McLaren mit Daniel Ricciardo und Sebastian Vettel. Vettel auch noch mit Startstrafe. Und die beiden Alfa Tauris mit Zhou Guanyu und Lance Stroll. Und damit haben es die Mercedes, Red Bulls, Ferraris, natürlich die Aston Martins, aber auch beide Alpines geschafft. Na, die hatten ja nachgerüstet, hatten wir festgestellt. In puncto geraden Geschwindigkeit vor allen Dingen. Die haben es alle ins Q3 geschafft. Das sieht auch übersichtlich aus. Da sind hier die Top-Teams unter sich quasi. Wir sind auch dabei. So, es ist bewölkt und trocken. Kann sein, dass der Regen für heute durch ist. Wir nehmen ruhig den Reifensatz. Das wird schon passen. Und dann suchen wir uns eine Lücke. Im Q3 ist es immer kein Problem, hier irgendwie eine Lücke zu finden. Ist eigentlich irgendjemand unter... Nee. Wir sind wieder die Einzigen mit 27er Zeiten. Das ist natürlich ganz schön traurig und bitter für die Konkurrenz. Also wir inspizieren die Strecke, stellen fest, die Sonne kommt nochmal raus nachher zum Ende der Session. Das ist super. Da freuen wir uns. Wer bist denn du? Wer bist du? Du bist ein Verstappen, glaube ich. Mal gucken. Bist du ein Verstappen? Du bist ein Verstappen. Ja, dann fahren wir doch da einfach mit, ne? Mit Verstappen? Na klar. Da kann man ja nichts falsch machen, wenn man hier mit Max Verstappen sich einmal über die Strecke führen lässt. Oh, da schummelt sich noch ein Mercedes dazwischen. Russell. Oh, Ocon hat sich auch noch dazwischen geschummelt. Das ist natürlich nicht ganz optimal für Pierre, aber er wird es überleben, vermute ich. Also, alle sind raus. Keiner bleibt in der Box. Das heißt, wir haben da auch eine freie Runde. Ja, Sainz bummelt da ein bisschen. Aber den holen wir wahrscheinlich auch nicht mehr ein. So, dann gucken wir mal hinter zu Pierre. Wie das hier sich so lebt hinter Ocon. Und dann sehen wir nämlich gerade direkt bei Lando, ne, ob wir hier gute Zeiten haben oder nicht. Mal gucken, ob Verstappen heute die Mercedes schlagen kann.
oder ob das einfach nicht drin ist im Moment für Red Bull, weil die Mercedes so gut aufgerüstet haben. Auf jeden Fall bin ich mit der Leistung meiner Piloten und Fahrzeuge hier sehr, sehr zufrieden im Moment. Also Lando direkt den ersten Sektor in Lila. Ah, Pierre ist da aber ein bisschen schneller. Das haben wir ja die letzten Male gesehen. Ne? Pierre im Qualifying häufig ein bisschen schneller als Lando unterwegs. Und dann im Rennen aber nicht so gut, weil ihm das Überholen nicht so liegt wie Lando. So, Lando legt da schon wieder Lila vor. Was sagt Pierre dazu? Pierre sagt, bin schon wieder schneller als du. So, Lando, dritten Sektor, Lila, aber da kommt Pierre schon in Richtung Ziellinie und klaut ihm auch diese Bestzeit und damit ist Lando Norris 500stel hinter Pierre Gasly, der eine 1:27.5 hinlegt. Verstappen deutlich hinter Russell tatsächlich und Russell jenseits der 1:28. So, Hamilton quetscht sich noch dazwischen, bleibt aber auch langsamer als 1:28. So, dann ziehen wir nochmal neue Reifen auf. Wobei wir mit der Runde eigentlich echt zufrieden sein können. Ich glaube nicht, dass sie geschlagen wird. Also wir könnten uns jetzt, falls es nachher zu Safety Car und so weiter kommt und wir noch ein paar Softs brauchen, könnten wir die eigentlich aufheben. Aber so viele Reifen aufheben, nee, wozu? So, seid ihr alle irgendwie hier auf der Inlap oder sowas? Ja. Dann könnten wir eigentlich versuchen, jetzt sofort rauszufahren und eine schnelle Runde zu fahren. Gasly könnt ihr Lando ziehen. Oder wir machen es halt nachher, wenn alle rausfahren. Klemmen wir uns hinter zwei unterschiedliche Wagen und fahren mit dem Rest raus. Dann haben beide eine Chance, sich hier nochmal zu verbessern. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Sind die eigentlich mit neuen Reifen gefahren? Ja, sind sie. So, dann warten wir noch kurz. Ich denke, so bei 3 Minuten wird hier die große Hektik losgehen. Und dann reihen wir uns einfach irgendwo ein. Da. Hamilton. Hamilton ist super. Da können wir uns doch direkt hinten ranhängen, oder? Lassen ihn noch ein bisschen vorkommen. Ah, da hängt sich schon Red Bull direkt hinten ran. Mal gucken, wo wir uns einreihen, wie es aussieht ganz hinten. Ja, Norris hinter Ocon, Gasly hinter Norris. Ganz hinten. Ganz, ganz hinten. Aber dann kann Norris wenigstens auf Ocon ein bisschen aufschließen. Und Windschatten hier hinten, ne? In dieser langen Passage. Da kann man richtig gut von Windschatten profitieren. Russell verkackt hier erstmal die Outlap. Meine Güte, komplett von der Ideallinie. Hat er wahrscheinlich nochmal aufs Handy geguckt, so wie das aussah. Wahrscheinlich schon die Pizza für nach dem Rennen bestellt oder so. So, wir gucken bei Lando im Cockpit. Da vorne sehen wir Esteban Ocon. Oh,
Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas reißen können noch. Oder ob wir schon gut genug sind. Ich meine, der Vorsprung ist riesig tatsächlich. Oh, da war Sonne. Jetzt ist sie weg. Wir kommen und die Sonne verschwindet. Dabei sehen doch hier eigentlich nur unsere Gegner keine Sonne heute. Wow. So, Norris mit einer leichten Verbesserung, aber Gasly verbessert sich hier auch nochmal. So, Zeit ist abgelaufen, wir fahren natürlich zu Ende. Norris auch mit einer leichten Verbesserung in Sektor 2. Gasly kriegt es in Sektor 2 nicht ganz so gut gewuppt. Ist ein bisschen langsamer. Aber er ist ja auch im letzten Durchlauf Bestzeit gefahren, von daher machen wir uns da nicht zu viel Gedanken. So, Norris hat keine Zeit. What? Was passiert? Norris wird nichts angezeigt. Cool. Pierre konnte sich auf jeden Fall nicht verbessern, aber sonst konnte sich auch niemand verbessern, wie es aussieht. Und Lando, ja, weiß ich nicht. Also der hat ja auf Ocon richtig aufgeholt, aber Ocon war halt auch eine Sekunde langsamer als unsere Jungs. Von daher müssen wir jetzt mal gucken, was es hier geworden ist im Endeffekt. Gleiche Zeit. Deswegen stand da nichts, weil die Jungs einfach die gleiche Zeit gefahren sind. Mega. Und damit 0,6 Sekunden schneller als, also fast 0,6 Sekunden, 4000stel unterschlage ich jetzt, als der schnellste Konkurrent. Mega. Also die Wagen laufen einfach richtig, richtig gut. So, da haben wir also eine Startaufstellung. Erste Reihe Aston Martin, zweite Reihe Mercedes, dritte Reihe Red Bull, vierte Reihe Ferrari, fünfte Reihe Alpine. So einfach kann das manchmal sein. Dahinter haben wir dann Alfa Tauri McLaren, Alfa Tauri Alfa Romeo würde ich vermuten, Alfa Romeo Haas. Ja, wo Sebastian Vettel dann irgendwie einsortiert wird, keine Ahnung. Ne? Der macht hier alles kaputt durch seinen blöden Unfall, durch die Startstrafe. Ansonsten wäre es hier so schön, immer Alfa Tauri und McLaren nebeneinander, hintereinander, schön sortiert alles. Wäre klasse gewesen, dann Alfa Romeo mit einer eigenen Reihe und dann hier Haas und Williams machen, hätten es dann McLaren und Alfa Tauri nachgemacht. Aber so kommt alles durcheinander. Mann, Sebastian, echt jetzt. Okay, ja, das für heute war es das dann auf jeden Fall. Super zufrieden mit dem Qualifying natürlich. Und dann müssen wir die Wagen nur heil nach Hause bringen. Das wäre wünschenswert. Machen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut und bis dann. Ciao.